Hallo meine Süßen, in diesem Video werdet ihr sehen, wie ich dieses ganz normale, schlichte Make-up mache, was vor allem besonders gut geeignet ist für sehr warme Tage. Und wenn euch das interessiert, dann solltet ihr bis nach dem Intro dranbleiben. Ja, so schlimm sehe ich aus, wenn ich frisch aufgestanden bin, wie ein kleiner Lumpenstrumpf und total verwuschelt in den Haaren und total zerknautscht. Aber naja, ich habe auch meine Haare noch nicht durchgekämmt, sondern bin gleich aus dem Bett auf den Stuhl und habe dann angefangen. So, als Wichtigstes ist natürlich als Erstes, dass ihr eine Feuchtigkeitscreme auf euer Gesicht tut, damit ihr eurer Haut einfach Feuchtigkeit schenkt und die dann halt den ganzen Tag über anhalten sollte, wenn es geht. Und ihr halt das verhindert, dass die Sonne eure Haut so austrocknet und vor allem die Gesichtshaut ist da immer sehr empfindlich. Wenn ihr dann die Haut eingecremt habt, nehmt ihr euch einfach einen Concealer, macht ihn an diese Stellen, wo ihr euch besonders unschön findet oder wo ihr blaue oder rote Stellen habt, um die ein bisschen zu kaschieren, damit das einfach ein bisschen schöner aussieht und verschmiert die dann ganz vorsichtig. Und wenn ihr das gemacht habt, benutzt hier einfach ein Puder, weil ich finde, dass Puder immer sehr leicht sind und vor allem für den Sommer finde ich das einfach schöner, als wenn man dann total mit Make-up zugeknallt ist und das einfach total schwer ist im Gesicht. Und ja, deshalb nehmen wir Puder zum Mattieren, damit die Haut auch nicht so glänzt und dass es dann einfach ein bisschen besser und frischer aussieht. Und vor allem auch nicht aussieht, als würde man schwitzen. Und dann als Nächstes fange ich dann einfach an, meine Augenbrauen zu machen und da fange ich immer von hinten an, weil ich ja im Moment zwei verschiedene farbige Augenbrauenpaare habe. Also vorne habe ich eine andere Farbe als hinten an der Augenbraue. Und deswegen, ja, mache ich einfach mal vorne immer blau und das mache ich als Zweites. Und als Erstes fange ich hinten an mit dem schwarzen Teil. Und ja, das Blau mache ich einfach mit einem Lidschatten und einem angeschrägten Pinsel. Das macht sich ganz gut. Man muss nur aufpassen im Sommer eben, wenn man, vor allem wenn es warm ist, dass man das nicht verwischt, weil das kann leider passieren. Und ja, wenn ihr dann die Augenbrauen auch zu eurer Zufriedenheit fertiggestellt habt, dann nehme ich mir einen Kajal und ziehe ungefähr von der Mitte bis zum Ende der Wasserlinie einen schwarzen Strich. Einfach nur, damit es einfach ein bisschen dramatischer aussieht und nicht nur nach Wimperntusche aufgetragen. Und ja, dann kommt auch die Wimperntusche und ja, einen Lip Balm habe ich auch aufgetragen, einfach weil ich finde, dass Lip Balm viel sanfter ist auf den Lippen, als wenn ich jetzt einen wirklich starken Lippenstift nehme. Der fühlt sich einfach auch schwerer an und so ein Lipbalm pflegt halt einfach und der hat dann halt auch noch Farbe und das ist halt beides in einem ganz praktisch, finde ich, weil es einfach frisch macht und halt auch pflegt. Und ja, wie gesagt, dann Wimperntusche nehmen und mit der Wimperntusche würde ich euch raten, dass ihr eine wasserfeste Wimperntusche nehmt, weil dann habt ihr nicht das Problem, dass ihr mit irgendwelchen schwarzen Schatten oder so rechnen müsst, weil ja sonst, wenn man ein bisschen schwitzt oder so, schon oft so eine Schatten kommen und das wollt ihr eigentlich nicht. Und ja, dann ist der ganze Look eigentlich auch schon fertig und ja, ihr seht ja dann, wie ich das alles mache und ich hoffe, dass euch das hilft und dass ihr das sinnvoll findet und ihr könnt mir ja mal erklären, was für euch das Wichtigste ist, wenn ihr euch für einen heißen Tag fertig macht. Wenn ihr euch dann überhaupt schminkt, was für euch dann am wichtigsten ist. Ja, wie gesagt, das würde mich also mega interessieren, wenn ihr mir sagt, was für euch am wichtigsten ist und ja, auch was ihr von dem Look haltet und ignoriert einfach meine unglaublich mega schreckliche Frisur, meine zerzausten Haare. Ich habe halt wirklich gar nicht durchgekämmt und ja, die Kissen, ich weiß auch nicht, warum die da rumliegen. Ich glaube, weil ich die Bezüge gewaschen habe und die Kissen noch auf meinem Tisch lagen. Warum auch immer. Ich bin ein kleines Chaos manchmal, aber es geht auch besser. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft euch und ja, dann sehen wir uns gleich in der Endcard wieder.
Das ist die Endcard dieses Videos und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sagt mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr unbedingt bei einem sommerlich geeigneten Make-up dabei haben müsst. Oder was für euch den Sommer in einem Make-up ausmacht. Und ja, neben mir könnt ihr hier wie immer zwei weitere Videos sehen und unter mir könnt ihr abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.